Und zwar schauen wir zuerst rein bei meinem guten Freund Papa Kacke. Papa Kacke hat scheinbar hier einiges anzukündigen. Das ändert sich Real Talk. Ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen uns an, was sich bei Papa Platte ändert. Hoffentlich ist es eine Geschlechtsumwandlung. Let's go. Hi Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Main-Channel-Video. Das hier wird kein normales Video auf dem Kanal, sondern eher so ein bisschen ein informativeres Video, wo ich euch kurz erzählen möchte, was mir gerade quasi auf dem Herzen liegt, was ich gerne ändern möchte gerade. Und ja, dementsprechend, lass uns anfangen. Im Grunde gibt es zwei große Themen, die ich ansprechen möchte, die aber auch so miteinander zu tun haben. Die erste große Sache sind Clip-Compilations. Und zwar wisst ihr ja, ich trete viel bei so Clip-Compilations auf, von Horniger Hugo, Kein Konzept, bei Ben, und. Was passiert jetzt? Und an sich ist damit auch gar kein Problem. Es ist nichts gegen die persönlich oder so. Was? Und ich war ja auch selber jemand, der quasi... Moment mal, was passiert? Die solche Compilations sich im deutschen Raum in guter Quali gewünscht hat. Das Problem, was wir jetzt aber einfach haben, ist, ich will gerade selber meine Best-Offs hochladen, weil ich diese Best-Offs als eine der besten Videos auf meinem Kanal oder in meiner YouTube-Karriere, whatever, sehe und übel gerne zu denen zurückgehe, ein, zwei Jahre später oder drei, vier Jahre später sogar, um mir die nochmal anzugucken und zu schauen, was da so abging in diesen Jahren. Ding ist jetzt aber nur, es macht nicht so richtig Sinn, die hochzuladen, weil wir brauchen so circa 4 bis 5 Wochen, bis wir ein komplettes Video zusammengesammelt haben. So dumm, wie sich Kevin stellt, natürlich, um Lauf Lost zu machen für Compilations, klar. Clips. In diesen 4 bis 5 Wochen ist aber halt wirklich jeder Clip davon, oder fast jeder Clip davon, schon bei Ben, Kein Konzept oder Hungriger Hugo oder diesen anderen Clip-Compilations gewesen. Und ach so, also verstehe ich das richtig, Kevin gönnt also nicht. Das habe ich jetzt so, Chat, haben wir das jetzt so richtig verstanden, dass Kevin quasi den anderen Leuten nicht das Hack gönnt, oder? Das ist doch genau das. Also Kevin möchte das Geld von seinem eigenen Content für sich selber haben. Okay, dann gönnt Kevin. Dann haben wir das schon mal verstanden, okay. Ihr habt es halt schon gesehen. Und ich finde halt, dass es dadurch halt habgierig, nicht so richtig Sinn macht und irgendwie auch die Qualität vom Best-of mindert. Weshalb ich mich dafür entschieden habe, ich möchte nicht mehr bei irgendwelchen Clip-Compilations zu sehen sein. Also, wenn ihr quasi dieses Video seht und ihr schneidet selber so Clip-Compilations, wäre es cool, wenn ihr mich einfach rauslasst. Ab jetzt quasi. Ihr müsst jetzt nichts löschen aus der Vergangenheit oder so, all good. Es geht quasi nur darum, ab jetzt. Und die zweite große Sache ist dieser Channel hier. Ihr wisst ja vielleicht, ich habe vor längerer Zeit... Löscht er seinen YouTube-Kanal? Chat? Löscht er seinen YouTube-Kanal? Will use your clips. Ich werde jetzt ab sofort, ab dem heutigen Tage mache ich es mir zur Hauptaufgabe, in meine Videos nur die Highlight-Clips von Papa Platte reinzuschneiden. So. Hier auf dem Channel Stream Highlights hochgeladen, über die ich gerade gesprochen habe, PO Box und so weiter, so Dinge, die quasi so Highlights in meinem Stream waren. Und irgendwann haben wir uns entschieden, hey, lass mal alles umschmeißen und Vlogs machen. Das Ding ist halt nur, diese Vlogs sind halt aus einer Zeit entstanden, wo ich halt 30 Tage gebannt war auf Twitch und mega viel Zeit hatte. Da war Vloggen mega easy, weil wir waren im Urlaub, ich habe nicht gestreamt, bla 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 bla. Danach habe ich mich entschieden, nur noch Vlogs zu machen hier auf dem Kanal, weil ich es halt einfach irgendwie geiler fand, wenn jetzt quasi nicht irgendwie ein Vlog kommt, der übel Content ist und dann kommen erstmal drei Videos, die mega scheiße sind. Und Voice, danke schön. Deswegen haben wir gesagt, hey, diese ganzen Streaming-relateden Sachen packen wir auf den Zweitkanal und hier kommen nur Vlogs. Ding ist jetzt aber einfach nur, ich krieg's einfach zeitlich und energiemäßig einfach nicht gehandelt. Ich merke einfach gerade, ich habe einfach zu viel Stuff, der so rumrum abgeht. Wieso sieht Kevin so unproportional aus in dem Video? Das ist no front, aber irgendwas stimmt mit der Optik nicht. Sein Kopf ist so extrem groß und sein Körper so zusammengestaucht. Irgendwas ist mit dem Objektiv nicht richtig. Kann das sein? Oder bin das nur Hintergrund? Das ist... Wir gründen gerade 2 Firmen, oder? Ich glaube sogar 3 Firmen, ich weiß nicht genau. Das Musikding ist noch mit da und ich will mich einfach noch mehr ins Streaming reinschmeißen aktuell. Weshalb ich die Vlogs aktuell nicht schaffe. Krumme Wirbelsäule von abhängt. In der Quali und in der Regelmäßigkeit, wie ich sie gerne schaffen wollen würde. Deshalb haben wir uns Folgendes gedacht, was ich aber auch eigentlich ziemlich nice finde. Und zwar werden hier auf diesem Format wieder alle geilen Formate von früher zurückgebracht, die wir jetzt eine Zeit lang auf dem 2-Kanal gemacht haben. Bedeutet, ihr werdet hier PO-Box wiedersehen, ihr werdet hier Best of sehen. Geil. Und wir haben uns aber gedacht, weil das jetzt ein bisschen lame wäre vielleicht, wir werden das noch geiler machen. Das heißt, Team und ich haben uns noch Offline-Formate überlegt, für die wir uns treffen werden, die wir filmen werden, die auch aufwendig sind und auch geil werden, aber lang nicht so aufwendig sind. Won't watch anyways. Der uns easy einen ganzen Tag blowt. Also ihr könnt euch hier auf geilen Content freuen. Wir werden einmal die Woche mindestens uploaden. Das wird immer am Samstag sein, um 11 Uhr. Ciao. Der Bro muss auch, no joke, Kevin, ich sag's dir, wie es ist, Bro. Dicker, du musst auch eine Pause machen, Mann. Du musst absolut auch mal eine Pause machen, Bro. Gönnt euch mal alle einen Monat. Ich freue mich da so drauf, Mann.
Ich freue mich so sehr darauf. Macht einfach mal alle eine Pause. Macht einfach mal alle eine Pause. Was wäre, wenn wir einfach alle gehen? Oder? Also, jeder macht eine Pause, genau. Ich hoffe, ihr versteht meine Entscheidungen mit den ganzen Sachen. Kriegst nicht irgendwie einen falschen Hals oder so. Und falls ihr die Vlogs vermisst, keine Sorge, wir werden auf jeden Fall auch ab und zu so einen Vlog einfach machen. Einfach einmal gar nichts. Timo gelabert. Aber der wird halt jetzt nicht jede Woche kommen. Ferien. Und, vielleicht alle 2-3 Monate mal, je nachdem, wie es passt. Ich werde immer die Kamera überall mit hinnehmen und einfach ein bisschen vloggen, so wie ich Bock habe. Und wenn right. genug Material zusammen okay, ist. Okay, Kevin, das ist sehr interessant. Nicht, ich muss ehrlich sagen, ich finde die Entscheidung von ihm mit den Clips tatsächlich sehr interessant. Das ist eine sehr, 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 sehr interessante Entscheidung, denn diese Clips helfen natürlich vielen Streamern viral zu gehen. Viele Streamer sind dadurch gewachsen. Nova zum Beispiel, Protein Genius, X-Wasted, Dankeschön für eure Resubs. Kuss, Kuss, Kuss. Freddy der Boy, Dankeschön. Deshalb ist das eine sehr interessante und krasse Entscheidung, was er da sagt. Und wahrscheinlich beißt sich gerade hungriger Hugo selber ins Arschloch rein, weil er sich denkt, Dicker, nee, jetzt habe ich halbes Video mit Clips von dir gerade am Schneiden und jetzt muss ich das alles rausnehmen. Aber ich respektiere das. Ich respektiere das sehr. Es hat an der Stelle nichts damit zu tun, dass er nicht gönnt oder sagt, ey, ich fühle das nicht oder so. Es geht primär darum, dass ich halt einfach Kevin da verstehe. Es ist sein Content und sein Content kann er verwerten und benutzen, wie er möchte. So. Und das ist vollkommen fein, finde ich. Deshalb passt es soweit. Ich würde es nicht so machen. Ich freue mich immer sehr, wenn ich in so Content und sowas drin bin. In so Compilations und so. Und gönne immer gerne, aber das hat, wie gesagt, damit nichts zu tun. Das ist eine andere Entscheidung. Bei mir in den Stream passiert auch nicht so viel Highlight-mäßiges. Ich streame nicht so lange und oft wie Kevin. Kevin ist hauptberuflich Streamer und ich finde, da sollte er auch schon darüber entscheiden können, ob er seine Clips irgendwo einsetzt oder nicht, ne? Oder selber irgendwo, genau. Und ich brauche das natürlich auch, klar, so ist es auch. Ich bin darauf angewiesen, auf diese Clips. Das ist natürlich ganz klar, genau. Ja, ja, ja.